Weiter geht's mit Badminton. Der Meister in der österreichischen Bundesliga heißt zum zweiten Mal in Folge ASV Pressbaum. Die Niederösterreicher können sich in einer packenden Best-of-Three-Finalserie gegen den Rekordmeister aus Traun mit 2:1 durchsetzen. Pressbaum jubelt über die erste erfolgreiche Titelverteidigung in der Vereinsgeschichte. Nach einem Sieg in Spiel 1 zu Hause, aber einer engen 5:4 Niederlage vergangenes Wochenende in Traun, muss die Entscheidung im dritten Spiel fallen. Pressbaum gelingt dabei der deutlich bessere Start. Im Herrendoppel entwickelt sich zwar ein spannender erster Satz zwischen Adi Pratama und Iskander Sulkanein für Pressbaum und Colin Philimons und Wolfgang Knet für Traun, den können die Gäste knapp 19:21 für sich entscheiden. Mit diesem Schwung geht dann auch der zweite Satz an Pressbaum. Auch im Damendoppel können als Peter Basova und Lucy Czerner für die Gäste punkten. Zwar müssen sie den ersten Satz knapp abgeben, im weiteren Verlauf sind sie aber das klar bessere Team und drehen das Spiel, um im Gesamtscore auf 2:0 zu stellen. Noch schlimmer kommt es für Traun im dritten Spiel. Das Aushängeschild des Vereins, Collins Philimon, hat mit Fortdauer des Spiels mit Schulterproblemen zu kämpfen. So kann er den ersten Satz zwar klar mit 21:12 für sich entscheiden, gibt in weiterer Folge die Sätze 2 und 3 mit 13:21 und 16:21 ab. Der frühe 3:0-Rückstand ist ein Schock für Traun. Erst im vierten Spiel kann Katlin Groß mit 23:21 und 21:14 gegen Lucy Czerner erstmals für die Heimmannschaft anschreiben. Die Freude währt aber nicht lange, denn im Mixed-Doppel sind Florentina Konstantinescu und Jürgen Koch nicht in der Lage, mit Alsbeta Basova und Pavel Smilowski mitzuhalten. Nach 5 Spielen steht es damit 4:1 für Pressbaum. Jeder weitere Sieg würde nun also den Meistertitel und die Titelverteidigung bedeuten. Im entscheidenden Spiel kann Knet den ersten Satz mit 21:16 für Traun entscheiden. Der Pressbaumer Spielertrainer Adi Pratama tritt dann aber so richtig auf und setzt Knet ständig unter Druck. So holt er sich nicht nur den zweiten Satz, sondern er arbeitet sich mit dem Stand von 18:20 im dritten Satz schlussendlich den Matchball, den er im zweiten Versuch auch verwertet und den 5. Meistertitel für Pressbaum damit fixiert. Endlich haben wir es geschafft. Es ist immer so knapp gegen Traun, aber endlich haben wir unseren Titel verteidigt. Ich habe gewusst in der Situation, ich darf nicht verlieren oder ich will auch nicht verlieren für die Mannschaft. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Situation gewesen, noch wie vergangenen Samstag, wo ich quasi für einen Sieg habe spielen können. Hat dann am Schluss letztendlich nicht gereicht. Schade drum, aber ich könnte mir jetzt keinen Vorwurf machen, dass ich irgendwas außerordentlich schlecht gemacht hätte oder das, was gar nicht passt hat. Jetzt muss man das einmal verdauen, das dauert eine Zeit und dann wird man sich wieder zusammenreden, dass man das natürlich, wir probieren es jetzt auch schon. Ein paar Jahre werden immer knapp Zweiter und das macht man so lange, bis man es dann gewinnt hat. Während Traun als Rekordmeister weiter auf den 16. Titel warten muss, darf Pressbaum den Pokal mit nach Hause nehmen.